Hallo, herzlich willkommen zum 32. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft hier in der Seabase. Wunderbar, dass so viele da sind, trotz gerade mal eine Woche vergangenem 31C3. Willkommen also zur Aftershow-Party der Aftershow-Party der Aftershow-Party, wie manche sagen. Ich bin Ingo. Ihr habt mich vielleicht schon mal bei einem der letzten Abende hier am Computer rumspringen sehen. Ich war bis vor kurzem Praktikant bei der DigiGuess und darf jetzt da arbeiten. Mehr oder weniger hauptberuflich studiere ich hier in Berlin und ich freue mich, dass ich den heutigen Abend moderieren darf. Wir haben ein relativ entspanntes Programm heute. Zuerst wird Alexander Sander von der DigiGuess etwas erzählen über einen kleinen Erfolg der DigiGuess in Brüssel im Hinblick auf Urheberrechtsabmahnung. Und wir sind froh, dass wir danach wieder einen internationalen Gast haben. Iftikhar Firtus will talk about surveillance and conflicts in Pakistan, and we're happy that he's here. Wie immer wird es einen Livestream geben. Hallo auch an die Leute im Netz. Wenn ihr in der Diskussions- und Fragerunde nachher nicht aufgezeichnet werden wollt, dann stellt euch bitte unter den Bogen. Wir werden nach jedem Vortrag eine kurze Rückfragerunde machen oder Diskussionsrunde, je nachdem, wie ihr drauf seid. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass Alex anfängt. Herzlich willkommen. Es ist an? Ah ja, perfekt. Wir üben heute auch mit diesen Headsets hier zu sprechen, also eine spektakuläre kleine Revolution beim netzpolitischen Abend. Wenn ich das irgendwie ein bisschen weiter. So, ja. Gut, wir haben Erfreuliches gleich zu Beginn des neuen Jahres zu verkünden, und zwar es geht um das Thema Massenabmahnungen. Und zwar bereitet die EU-Kommission jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland in diesem Bereich vor. Hier gibt es Fans der Massenabmahnung, okay. Das ist auch interessant. Wir jedenfalls freuen uns sehr. Die gesetzliche Grundlage für die Massenabmahnung, wie sie denn in Deutschland existieren, sind zum einen die iPad-Richtlinie, also die Richtlinie von 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und dann im Speziellen die nationale Umsetzung in Deutschland durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. In der Richtlinie sowie in dem entsprechenden Gesetz geht es also darum, private Rechtsdurchsetzung zu manifestieren und eben Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, direkt an die Nutzerdaten heranzukommen von diesen vermeintlichen Rechteverletzern. Und die Rechteinhaber haben dann auch die Möglichkeit, direkt die Ansprüche bei den Internetnutzern geltend zu machen. Das ist die Grundlage dafür. In Deutschland führt das dann dazu, dass es eben zu so Massenabmahnungen kommt. Normale Anfragen umfassen hier in der Regel zwischen 15 und 3.500 Adressen, die dann hier eben direkt von den Rechteinhabern bespaßt werden. Es gab aber eben auch zum Beispiel Fälle im Oktober 2009, wo hier eben 11.000 Adressen betroffen waren. Insgesamt gibt es eine Studie, ist auch schon ein bisschen älter. Also da, die Zahlen haben sich sicherlich auch verändert und sind nach oben geschnellt in den letzten Jahren, dass es ungefähr 4,5 Millionen Betroffene in Deutschland gibt, die mindestens einmal abgemahnt wurden. Und die Kosten für so eine Abmahnung liegen so zwischen 500 und 1000 Euro in der Regel. Und das ist eben der Status quo, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Und unserer Ansicht nach widerspricht das zum einen eben der eigenen EU-Richtlinie, also dieser iPad-Richtlinie, und da im konkreten Artikel 8, das werde ich dann gleich auch noch vorstellen, sowie auch, und das ist auch noch sehr entscheidend, der Charta der Grundrechte, nämlich da Artikel 48 Absatz 1 und Artikel 52. Zum Konkreten, was steht in iPad drin in Artikel 8? Das ist das Recht auf Auskunft, also wie eben diese Rechteinhaber an diese Adressen herankommen, und da steht geschrieben: Die Mitgliedstaaten sehen sicher, in diesem Fall jetzt eben Deutschland, dass die zuständigen Gerichte im Zusammenhang mit den Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen, Achtung, begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahrenden Antrag des Klägers hin anordnen und so weiter und so fort.
Und das ist natürlich in solchen Fällen, wo man dann eben mit 11.000 Abmahnungen am Stück konfrontiert ist, nach unserer Ansicht weder begründet noch verhältnismäßig, weil diese Begründungen halt oft sehr lapidar formuliert werden. Das sind dann Standard-Serienbriefe, die da verfasst werden. Also hier kann man keinesfalls von dem begründeten Antrag sprechen, und die Verhältnismäßigkeit ist eben dadurch nicht gegeben, dass es eben 11.000 auf einmal sind, aber auch bei 3.500 ist das eben gleichsam der Fall. Und die Charta der Grundrechte sagt zudem gleichzeitig auch noch in Artikel 48 die Unschuldsvermutung, dass jede angeklagte Person, bis eben der rechtsförmliche erbrachte Beweis vorliegt, als unschuldig gilt. Das ist hier auch nicht der Fall, weil Gerichte hier eigentlich überhaupt mit dieser ganzen Sache nicht wirklich was zu tun haben. Also es findet keine Verurteilung statt, da es sich eben um private Rechtsdurchsetzung handelt. Und dann noch der Artikel 52 der Grundrechtecharta. Hier geht es um die Tragweite der garantierten Rechte, und hier ist eben das ein bisschen Text wieder vorneweg. Aber das Entscheidende ist, dass eben Einschränkungen bei eben dieser Ausübung der anerkannten Rechte und Freiheiten nur dann vorgenommen werden können, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen entsprechen. Und also dass jetzt diese 11.000 Abmahnungen dem Gemeinwohl dienen, ist für uns auch eher unvorstellbar. Wir haben daraufhin am 4. April vorletzten Jahres, muss man jetzt sagen, am 4. April 2013, also vor recht langer Zeit, fast zwei, also ein Dreivierteljahr jetzt, haben wir an die damaligen EU-Kommissare Viviane Reding und Michel Barnier einen Brief geschrieben, wo wir genau eben auf diese Problematik hingewiesen haben, dass eben Artikel 8 und Artikel 48 und 52 der Charta bzw. der Albrecht-Richtlinie unserer Meinung nach durch eben diese nationale Gesetzgebung hier in Deutschland verletzt werden, und haben eben die EU-Kommission dazu aufgefordert, die nationalen Gesetze in Deutschland zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu überprüfen, ob mich hier eben ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden sollte. Wir haben uns jetzt in den letzten 18, 19 Monaten hauptsächlich damit beschäftigt, bei der Kommission mal anzurufen, denen mal E-Mails zu schreiben, sind auch mal nach Brüssel gefahren, haben dann vor Ort mit den Beamten geredet und haben denen das dann auch alles nochmal minutiös erklärt, wo unser Problem liegt. Die waren da auch sehr wissbegierig und haben sich da auch intensiv damit beschäftigt. Und nachdem sie das jetzt monatelang geprüft haben, kam am 11. Dezember tatsächlich ein Aufforderungsschreiben der EU-Kommission an Deutschland. Und das ist der erste Schritt bei einem Vertragsverletzungsverfahren, wenn die EU ein solches einleitet. Und das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, wo man eben auch merkt, also wie langwierig solche Prozesse zum Teil sind und wie hartnäckig man da eben dranbleiben muss, damit tatsächlich was passiert. Hier jetzt zum Verfahren. Wie funktioniert so ein Vertragsverletzungsverfahren? Das ist die erste von zwei solchen Übersichtstabellen. Es beginnt eben genau mit diesem Aufforderungsschreiben. Und was jetzt passiert ist, dass die Bundesrepublik Deutschland 2 Monate Zeit hat, also jetzt bis Mitte Februar, eben auf die Vorwürfe, Anschuldigungen, wie auch immer man es nennen mag, oder eben auf diese Rechtsverletzung zu reagieren, und kann eben eine Stellungnahme abgeben. Also die Bundesrepublik hat jetzt 2 Monate Zeit, um zu erklären, warum jetzt diese 11.000 Massenabmahnungen doch eben verhältnismäßig sind, dem Gemeinwohl dienen und überhaupt ganz toll sind, und warum das mit dieser EU-Richtlinie und der Charta der Grundrechte in Einklang steht. Falls die Antwort ausbleibt, da sind wir bei Schritt 2, oder nicht zufriedenstellend ausfällt, dann erklärt die Kommission, warum es ihrer Ansicht nach aber so ist. Ja? Und dann gibt es nochmal 2 Monate Zeit, dass die Bundesrepublik eben dann Zeit hat, die Gesetze zu ändern. Also da verstreichen dann also 4 Monate, und bis dahin kann es eben passieren, dass einfach gesagt wird, okay, Deutschland ändert die Gesetze, oder die EU-Kommission ist tatsächlich auf einmal überzeugt, dass das doch alles ganz super ist, was hier in Deutschland passiert mit diesen Massenabmahnungen. Sollte all das nicht passieren, dann kommen wir zu diesem Schritt, nämlich dass tatsächlich eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht wird. Das kann eben sein, dann der Fall ist, wenn eben zum Beispiel das Gesetz nicht geändert wird oder wenn eben diese Antwort in der Stellungnahme nicht zufrieden ist oder Deutschland einfach gar nichts macht.
dann kann die EU-Kommission eben zum Europäischen Gerichtshof gehen und der befasst sich dann in der Folge mit den, mit der Umsetzung der Richtlinie. Dieses Vorgehen dauert dann so in der Regel 2 Jahre und am Ende des Ganzen steht dann ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und das kann halt eben auch mit Sanktionszahlungen verbunden sein und natürlich dann im Anschluss auch mit der Aufforderung an Deutschland, dieses Gesetz entsprechend zu ändern. Wenn dann Deutschland immer noch nicht gewillt ist, dieses Gesetz zu ändern, geht das ganze Prozedere im Grunde wieder von vorne los. Allerdings, dass dann halt keine Stellungnahme mehr eingereicht wird, sondern dass dann eben vom Gerichtshof einfach nur eine Frist gesetzt wird, in der und der Zeit müsst ihr eure gesetzlichen Grundlagen anpassen. Wenn das nicht geschieht, geht es eine erneute Befassung des Gerichtshofes und erneute Sanktionszahlungen und dann zieht sich das so immer weiter. Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit für die Bundesrepublik, dieses Gesetz nie zu ändern. Dann müssen sie aber massive Sanktionszahlungen erwarten. Und es ist aber auch gut möglich, dass schon im zweiten Schritt, also innerhalb der nächsten 4 Monate, vielleicht dieses Gesetz tatsächlich geändert wird und, Entschuldigung, und dann tatsächlich eben diese Massenabwarnung ein Ende finden. Auf jeden Fall kommt da jetzt viel, viel Bewegung in diese Angelegenheit. Es wird sicherlich spannend werden, was jetzt hier in den nächsten vor allen Dingen 4 Monaten passiert. Also ich persönlich kann mir kaum vorstellen, wie jetzt in den nächsten 2 Monaten Deutschland dann eine sinnvolle Antwort darauf geben kann, dass dieses Verfahren eingestellt wird. Wie gesagt, dann die weiteren 2 Monate sind dafür da, um das Gesetz möglicherweise zu ändern. Die Fristen sind also relativ kurz. Deutschland wäre ganz gut beraten, wenn sie sich jetzt schon mit einem Reform des Gesetzes auseinandersetzen und dann entsprechend Regelungen vornehmen, dass diese Massenabmahnung ein Ende finden. Wir berichten auf jeden Fall weiter darüber. Und was ist jetzt so fantastisch an diesem Verfahren, außer dass es um Massenabmahnungen geht? Es ist das erste netzpolitische Vertragsverletzungsverfahren, was eingeleitet wird. Also von daher auch für uns ganz interessant zu sehen, wie denn da jetzt vorgegangen wird, wie, ob da jetzt ein bisschen auf die Tube gedrückt wird oder ob da eben versucht wird, das Ganze irgendwie ein bisschen zu verschleiern oder wie auch immer. Und wenn uns denn die Kommission folgt, also wir wissen leider selber noch nicht so genau, was die Kommission jetzt eigentlich an die Bundesrepublik geschrieben hat, weil das dürfen nämlich nur Beamte der Kommission sehen und die Bundesrepublik. Und wir haben da gar keine Einsicht in dieses Verfahren. Also wir könnten das beantragen, das dauert dann aber auch alles wieder und vielleicht können wir da in einem Monat schon mehr darüber berichten. Aber wenn die Kommission unserer kompletten Argumentationskette folgt, dann wäre das auch das erste Vertragsverletzungsverfahren, was eingeleitet wird auf Grundlage der Charta der Grundrechte. Also auch hier ein großer Erfolg, den wir denn da feiern wollen. Und wie gesagt, ich hatte es vorhin schon am Anfang erwähnt, hier an diesem, also ich finde diesen Fall auch insofern ganz interessant, weil man einfach erkennt, wie lange diese Prozesse einfach gehen. Also wir haben halt eben im 4. April vorletzten Jahres damit angefangen, ein bisschen Druck zu machen und jetzt fast 2 Jahre später kommt dann irgendwann mal Bewegung in die Angelegenheit. Also es braucht einfach enorm lange und wie wir auch sehen, kann dieser Prozess dann im schlimmsten Fall halt noch eben bis zu 2,5, 3 Jahre weitergehen, wenn sich Deutschland nicht einsichtig zeigt, bis dann ein Urteil des Gerichts kommt und dann muss das Gesetz geändert werden. Also gut möglich, dass wir in 5 Jahren dann sagen, hey cool, vor 7 Jahren haben wir angefangen, gegen die Massenabmahnung zu kämpfen, jetzt haben wir es endlich vollbracht. Das sagt uns, der Kampf für digitale Grundrechte ist nicht umsonst. Ihr könnt uns bei diesem langen Weg begleiten und mit einer Spende unterstützen oder was uns noch am allerliebsten ist, Fördermitglied werden, um uns bei unserer Arbeit eben genau dabei zu unterstützen und zu gewährleisten, dass wir professionell arbeiten können und diesen Fall auch weiter verfolgen können. Vielen Dank. Danke. Danke, Alex. Die Mühlen in Brüssel, sie mahlen langsam, aber sie mahlen. Habt ihr Fragen an Alex, was das Verfahren angeht, was Konsequenzen angeht oder Kommentare dazu? Ja, hier vorne. Wie gesagt, es wird aufgezeichnet, wenn du nicht möchtest. Ansonsten, wenn du magst, sag ein paar Sätze oder einen Satz zur Einleitung, wer du bist. Hi, ich bin Stefan. Die Kommission, da ist ja auch Deutschland drin, hat auch gewisse Macht. Kann die noch irgendwie sagen, warum jetzt gegen uns Vertragsverletzungsverfahren jetzt irgendwie beeinflussen als Kommission quasi? Also es ist so, dass zumindest die letzte Kommission sehr bestrebt war, eben genau in diesen Bereichen keine
Bewegung in die Sache reinzubringen. Also es fängt ja schon damit an, wie lange das erstmal braucht, bis die überhaupt diesen Prozess in Gang gebracht haben. Und es ist ja schon ein interessanter Zeitpunkt, nämlich der 11.12., also Mitte Dezember, also kurz nach der Wahl der neuen EU-Kommission oder der Bestellung der neuen EU-Kommission, je nachdem, wie man es demokratiepolitisch ausdrücken mag, dass es ausgerechnet dann passiert. Also es ist wahrscheinlich eher das Werk von Beamten, was da jetzt zu sehen ist, als vielmehr, dass vorher möglicherweise die Kommissare versucht haben, das vielleicht zu verzögern, zu verschleppen. Und in der Zeit dieses Machtvakuums, wo halt die alten Kommissare gehen und die neuen kommen und die Beamten sozusagen die absolute Macht in Brüssel haben, da wird dieses Verfahren eingeleitet, beziehungsweise der erste Schritt dahin ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Das, wie gesagt, also wir haben es an Justiz geschickt und Binnenmarkt, die gibt es jetzt gar nicht mehr so in dieser Form. Also von daher wird es auch für uns interessant sein, wer sich da jetzt tatsächlich am Ende des Tages damit beschäftigt. Also ich habe mal geschaut, also es kommen so 4 bis 5 Kommissare in Frage. Der Oettinger auch möglicherweise, ja. Also aber wie gesagt, das ist halt die Frage, wie das jetzt zugeschnitten wird oder ist und wer sich damit jetzt weiter beschäftigt. Also wie gesagt, also ich habe mal so einfach geschaut und für mich würden spontan so 4 bis 5 Kommissare in Frage kommen, die das grundsätzlich bearbeiten könnten. Über die Zuständigkeiten wird, glaube ich, noch so mindestens das nächste Jahr gestritten, wer da eigentlich, also vor allen Dingen mit diesen vorgesetzten Kommissaren und den zuarbeitenden Kommissaren, also diese ganzen Vizekommissare und sowas, wie da die Machtverhältnisse dann tatsächlich ausbalanciert sind, welche Generaldirektionen die Gs dann halt für sowas einen Hut auf haben. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Entscheidungskabinett. So. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das Verfahren jetzt begonnen hat, also ich also dadurch, dass es mit diesem Aufforderungsschreiben einfach beginnt, dieses Verfahren, sind wir in diesem Verfahren. Also wir haben da jetzt auch so eine Verfahrensnummer bekommen, die wir halt, wie gesagt, nicht einsehen können. Aber das Verfahren existiert und es muss irgendwie zu einem Abschluss gebracht werden. Also, und von daher, also es läuft erstmal. Also es ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Also es ist halt nur noch dadurch aufzuhalten, dass eben die Bundesregierung jetzt irgendwie so eine fantastische Stellungnahme schreibt und erklärt, warum 11.000 Abmahnungen in einem Rutsch total super sind. Die Kommission sagt, ja Mensch, da hätten wir selber drauf kommen können. Also das halte ich halt für unwahrscheinlich, weil wenn man so mal einmal so ein Verfahren anfängt, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass irgendwas am Ende dabei rauskommt. Also der Status quo halte ich eher für unwahrscheinlich, dass er bleibt. Okay, danke. Weitere Fragen? Ja, da hinten haben wir eine. Oha, ich bin jetzt. Worum ging es nochmal? Nein. das klingt alles unglaublich langweilig und langwierig und bürokratisch und eigentlich total scheiße. Danke, danke, dass ihr das macht, damit wir es nicht machen müssen. Applaus, ja. Ich würde gerne wissen, und zwar, also ich habe da überhaupt keinen Bock, mich damit zu befassen, weil das so unglaublich langweilig und bürokratisch klingt. Gibt es nicht irgendwas, was man machen kann, was mehr Spaß macht, als in diesem bürokratischen Verfahren festzustecken, da irgendwelche Briefe zu schreiben, darauf warten, dass die Kommissare die Zuständigkeiten wechseln, damit das mal irgendwo durchrutscht? Können wir nicht irgendwo hingehen und, was weiß ich, ein Plakat aufhängen oder sowas, was nicht so langweilig ist? Keine Ahnung, ich möchte jetzt auch nicht zur massenhaften Urheberrechtsverletzung aufrufen, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, also man kann, es gibt ja verschiedene Formen des Widerstands und des Protests und verschiedene Anlaufstellen, wir machen halt sowas und finden das halt ganz witzig. Also uns macht das Spaß. Meistens. Okay. Weitere Fragen, Kommentare, Ideen? Jo. Ja, hallo, ich hätte einfach nur die Frage, ob sich aus diesem Verfahren, was jetzt ansteht, auch schon für aktuelle Verfahren so einen Aufschub herleiten lässt. Also wenn jetzt eine Abmahnung im Haus steht, zum Beispiel, dass man sagen kann, ich möchte die Zahlung erstmal aussetzen, bis zum Beispiel sowas geregelt ist. Ob das auch rückwirkend schon Einfluss hat? Nee. Aber ja. Also wenn es dann eine Änderung des Gesetzes gibt, die dann auch rückwirkend Geltung hat, dann ginge das. Aber aktuell nicht. Nö. Da muss man jetzt damit weiterleben. Dauert noch 7 Jahre, bis wir die Korken knallen lassen können. Vielleicht auch schneller. Ja.
Ja, aber also es ist zum Beispiel möglich, dass der EuGH sagt, also das ganze Gesetz, so ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung, ne, das ganze Gesetz hat es rückwirkend so nie gegeben. Das wäre theoretisch denkbar. Aber dann müsste es halt auch bis zu einem EuGH-Verfahren überhaupt kommen. Und wie gesagt, vielleicht ist Deutschland ja auch so geil und ändert das Gesetz übermorgen. Wahrscheinlich. Noch Fragen? Kommentare? Nee. Okay. Ja, Alex, dann vielen Dank. Ja, bitte. Der Alexander bleibt auch noch hier. Gibt beim Bier sicherlich gerne auch noch weitere Auskünfte. Okay. And now we're happy to welcome Iftikhar Firdus. He's a journalist and linguist from Pakistan who currently lives in Berlin. And he's going to talk about the tribal conflicts in Pakistan and what they have to do with the